Komm lieber hierher. Was macht ihr jetzt? Haut lieber das Gebäude da zusammen. So, mit Keltasar bleibt auch nur noch ein Dorf übrig. Oh, ein Foliant der Kraft, den lasse ich lieber im Arthas für später. Ich weiß, ich habe mit Arthas auch den Intelligenzfolianten genommen, den ich eigentlich Keltasar hätte geben können dann. Allerdings habe ich dafür meine Gründe. Wasser-Elementargeister. Ist etwas nicht in Ordnung? Und da ein Brunnen der Gesundheit. Ihr habt gerufen? Da ist schon wieder eine Flüchtlingsgruppe. Hoffentlich taucht das Und die was. Haben noch Mana, zumindest ein paar von denen. Ist etwas nicht in Ordnung? Was ist des Schattens Begehr? Meine Gaben gehören euch. Keltasar hat überhaupt keinen Mana mehr. Hoffentlich taugt das was. Ich habe nachgedacht. Nicht mal mehr, um was zu opfern. Das klingt logisch. So, jetzt habe ich wieder ein bisschen Mana. Okay, da ist genau die Produktion eingestellt. Die Menschen nähern sich dem Pass. Haltet sie auf. Irgendwie haben die da alle keine Chance hier. Ihr habt gerufen. So, weiter geht's. Haben wir wieder ein paar Opfergule. Ach du Scheiße, nicht die Türme schon wieder. Der muss weg. Eine Schicksalsgewalt. Das klingt logisch. Ja, und fertig. Unsere Brüder brauchen Hilfe. So ist es. Das klingt logisch. Verteilen wir mal hier ganz großzügig die Landminen noch ein bisschen. Ja, unverzüglich. Ich habe nachgedacht. Ihr habt gerufen? Was ist des Schattens Begehren? Es ist schon traurig, wenn man nicht mehr genug Mana hat, um irgendwas zu opfern. So. Skelette, machen bitte mal den da. Ach ja, stimmt, ich habe ganz vergessen, der alles was Mana Burn hat, das verbrennt auch beschworene Einheiten. Allerdings habe ich hier lediglich Ghouls als nicht beschworene und nicht Mana tragende Einheiten. Und Ghouls sind mir schon wieder alle gestorben. Ist ja auch hier ihr einziger Zweck. Gut, ziehen wir hier noch ein bisschen nach. Meine Gaben gehören euch. Ihr habt gerufen? Diese Fähigkeit ist so brauchbar. Ist etwas nicht in Ordnung? Ihr habt gerufen? Ich weiß, ich könnte damit auch die opfern, die etwas weniger Leben haben. Allerdings ist da die Sache, ich übernehme die Mana in Höhe der aktuellen Lebenspunkte der Mobs. Also
je weniger Hitpoints die Einheit hat, desto weniger Mana kriege ich von der. Das heißt, wenn ich so eine Einheit mit einem Hitpoint opfere, dann kriege ich auch nur einen Mana-Punkt davon. Ich kann ja auch jede beliebige untote Einheit opfern, aber Skelette eignet sich dafür halt einfach am besten, weil die leben eh nur kurze Zeit. So, und wenn wir jetzt hier mit Kel'thus Herzlager fertig sind, dann müsste ja eigentlich jetzt gleich was passieren. Ja, genau. Die Schmerzen sind unerträglich. Was geschieht mit mir? Die Gefahr rückt näher. Die Macht schwindet. Die Zeit wird knapp. König Arthas, braucht ihr Unterstützung? Nein. Die Schmerzen sind weg, doch meine Kräfte haben nachgelassen. Hier stimmt ganz entschieden etwas nicht. Sollen wir unsere Truppen zurückrufen? Nein. Ich werde die Jagd beenden. Wir lösen dieses Rätsel, sobald unsere Aufgabe erledigt ist. Unsere Brüder brauchen Hilfe! So, was jetzt kurz gesagt passiert ist, Arthas ist nur noch Level 9. Das ist schon besser. Wir haben ihn jetzt auf einer niedrigeren Stufe. Will heißen, er hat nur noch Todespaktrang 2. Hat außerdem etwas weniger Leben, weniger Mana. Das Übliche halt. Die gebe ich ihm jetzt nochmal mit. So, mit Kel'thus Herzlager möchte ich jetzt nebenbei auch fertig, oder ist noch eine Landmine? Meine Sehkraft gehört. Hier gibt es allerdings, glaube ich, noch ein bisschen was zu erforschen. Mal sehen. Ich schau mal rein. Ich gehe ungesehen. Ach ja, das hier noch. Ich habe nachgedacht. Ach, ich nehme noch mal zwei Ghouls mit. Da hinten kommt ja eh nichts mehr. Eine schicksalhafte Wahl. Oh, da sind ja auch schon welche. Die rastlosen Toten warten. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Die Frostnova hat jetzt voll reingehauen hier. Im Namen des Lichtkönigs. Ich habe nachgedacht. Und hier gibt's auch einen Mana-Brunnen. Aber ich sehe schon meine Ghouls da hinten, die ich zur Verstärkung geschickt habe. Von denen sowieso nur noch einer lebt. Ist etwas nicht in Ordnung? Und jetzt wieder keiner mehr. Ja, unverzüglich. Machen wir die hier auch noch platt, auch wenn wir es nicht mehr müssen. Ist etwas nicht in Ordnung? Das klingt logisch. Na, blöder Blizzard. Ich hasse diesen Blizzard. Das, was ich an dem am meisten hasse, ist, dass er auch noch seine eigenen Einheiten beschädigt. Gut, in diesem Fall freut's mich, aber es ist trotzdem nervig. Ein Mantel der Intelligenz plus 3 hat das Ganze noch eingebracht. Ist doch was. So. Kel'thus hat, dass ich jetzt am Mana-Brunnen ausruhen. Bei dem gibt's eh nichts mehr. Ach, da fällt mir ein, bei Arthas gibt's ja auch noch was. Vorsicht. Niemand. Die Menschen nähern sich dem Pass. Haltet sie auf. Ist schon besser. Wenn wir hier schon beim Rumerkunden sind. Brecht, Dummkopf. Und Items können wir jetzt wieder sehr gut gebrauchen. Unsere Brüder brauchen Hilfe! Ah, endlich! Das ist schon besser. So, da gibt es noch ein paar Fässer. Eine Heilungsrune, die wir jetzt wirklich nicht brauchen. Und hier haben wir auch noch einen kleinen Heldentrupp hier. Oh.
Böser Donnerknall. Na warte, dafür kriegst du ein paar Todesmäntel. Errichtet mehr Ziggurats. Das Inventar ist voll. Und da gibt's Ogre Krafthandschuhe plus 3. Für den Lichtkönig. Sprecht, Dummkopf. Eure Pein wird ohnegleichen sein. Schauen wir mal die Fässer hier noch durch. Ich meine zwar nicht, dass da noch irgendwas drin war, aber... Das ist schon besser. Errichtet mehr Frostmourne hat Hunger. Das ist schon besser. So, dann gehen wir mal rüber zu Sylvanas. Sylvanas hat immer ihre ganz eigene Taktik, wenn es darum geht. Ja, das werde ich hier in dieser Kampagne noch sehr häufig machen. Ach da, feuern ein paar Mercer-Trupps drauf, deswegen. Das ist eine Heldin, kann ich nicht übernehmen. Ich bin ganz oben. Ja. Sylvanas gehen die Einheiten eigentlich fast nie aus. Entweder sie nimmt sich immer was ein mit ihren Banshees oder mit ihrem Ultimate, den sie jetzt noch nicht hat. Oder... sie holt sich mit ihren schwarzen Pfeilen ihre Opfer. Ich bin ganz oben. Die Menschen dürfen nicht entkommen. Und hier haben wir Schuhe der Beweglichkeit plus 3. Das ist sehr schön. Blume der großen Auferstehung. Oh super, wir haben 2 Ghouls zurückgekriegt. Ja, die packen das schon. Ich hole mir jetzt nur noch mal ein paar Banshees. Weil ich brauche mehr Übernehmer. So, Banshee. Ja. Ich hasse diese Mörser. Kommt, Verräter, und kostet den Zorn des heiligen Lichts. Dann sagen wir dem nochmal das Leben aus. Wie viel gibt das? 40 Trefferpunkte pro Sekunde. Oh, da haben wir mal den Ritter hier tot. Nee, diese Paladine nerven einfach nur. Vor allem wegen dem Gottesschild. Diese bei dem auch schwere Rüstung. Fall endlich um, du blöder Paladin, und weh, du zündest jetzt nochmal Gottes Schild. So, das war das 7. Das Ding nennt man auch noch kaputt. Zeigt mir ein Ziel.